Ich war ein solcher Knirps und habe zwischen den Männern, zwischen diesen großen Männern Beinen gestanden. Und das Sterben, der Tod war eine Selbstverständlichkeit. Da gehörte dazu. Heute werden die Toten versteckt, die verschwinden irgendwo. Ja, man sieht ab und zu ein Auto, das einen Sarg durch die Münchner Innenstadt fährt. Aber das ist alles. Und das ist ein großer Fehler. Der Tod war früher eine wesentliche Erfahrung für die gesamte Gesellschaft, wenn in einer Gegend eben ein Toter zu beklagen war. Ich kann das nur bestätigen, auch in der ärztlichen Praxis. Das Thema Tod, dass es zum Leben dazugehört, wird komplett tabuisiert von uns allen, von der Gesellschaft. Und wie erleichtert Menschen sind, wenn man sie auf dieses Thema irgendwie hinführt und ihnen die Chance gibt oder mal die Frage stellt, wie sieht's denn aus? Weil so viele Symptome, auch Lebensmuster, sind genau hinter dieser Frage versteckt. Und ich glaube, man muss jetzt nicht auf ein K2 krabbeln. Also ich könnte es nicht. Und ich habe ihre Bücher als Kind geliebt. Ja. Aber sich diese Frage zu stellen, und das kann ja sogar was sehr Versöhnliches sein, dass man weiß, irgendwann ist diese Show hier zu Ende, die Sendung ist mal zu Ende. Und das gibt einem ja auch die Kraft, hier und im Jetzt das Beste draus zu machen. Ja. Und dieses Buch jetzt, ja? Dieses, ja. Zwischendurch kommen und umkommen. Soll endgültig festlegen, was ist die Haltung des traditionellen Alpinismus zu den Bergen. Es geht um die Haltung, die im Laufe von 250 Jahren entstanden ist, die sich gewandelt hat natürlich. Ja. Das ist auch nicht eine statische Angelegenheit. Nein. Und es soll vor allem sagen, das andere ist was anderes. Es ist Tourismus, akzeptabel, es ist Sport, sogar ein großartiger Sport. Heute klettern 90% der Menschen in der Halle und sie haben recht, dort ist es warm, dort kann man nicht runterfallen. Ja. Alles richtig. Aber das, was traditioneller Alpinismus ist, darf nicht untergehen. Das darf nicht untergehen. Und dafür haben wir heute Abend mehr als ein deutliches Plädoyer hinaus in die Welt geschickt. Es ist schon wieder eigentlich eine große Freude, zugleich aber auch eine kleine Katastrophe, weil ich wollte ungefähr noch 500 andere Sachen fragen und wissen. Und jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Du musst einfach wiederkommen. Reinhold Messner! Applaus